Warum geht's? Hallo, da vorne ist eine Ampel. Da ist zwar kein Fußgängerübergang, aber es ist mir egal. Du kannst doch nicht einfach hier über die Straße gehen. Mensch, da kommt so ein verrückter Busfahrer, der nicht richtig fahren kann und simmelt dich um. Du musst aufpassen. Könnte ja passieren. Hi Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf unserem Kanal Gockel Gaming. Ich bin Seo Levi und heute gibt es eine weitere Folge Omnis 2, der Omnibus Simulator, wo wir mit einem Wuppertaler Kennzeichen in Bottrop fahren, im nördlichen Ruhrgebiet. Und wir machen uns auf den Weg. Das ist der letzte Part, der dritte von dreien. Falls ihr die ersten beiden noch nicht gesehen habt, schaut ihr unbedingt. Findet ihr in der Omsi Playlist zum Beispiel. Oder sollten auch hier relativ kurz vor oder davor hier auf dem Kanal gekommen sein. Solltet ihr die relativ leicht finden, würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann wisst ihr auch ja hier, wo wir sind. Also es macht Sinn, natürlich die erste zuerst zu gucken. Warum geht's? Hallo, da vorne ist eine Ampel. Da ist zwar kein Fußgängerübergang, aber es ist mir egal. Du kannst doch nicht einfach hier über die Straße gehen. Mensch. Da kommt so ein verrückter Busfahrer, der nicht richtig fahren kann und simmelt dich um. Du musst aufpassen. Könnte ja passieren. So, wir müssen nach. Ich rate jetzt einfach mal nach links. Richtig geraten. Gut. Als nächstes kommt Stadion, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Ja. Es sind auch gar nicht mehr so viele Haltestellen. Glaube ich noch ungefähr ziemlich genau 10 Minuten Fahrzeit. Ich sehe gar nicht. Ob. So, jetzt sehe ich es erst. Jetzt bin ich wahrscheinlich vorne. Ja, drüber. Wir fahren mit einem Bus der DB Rheinland. Das Rheinland. Ja. Firma oder wie auch immer. DB Rheinland Bus. Weil die das in echt wohl auch aktuell fahren. Wie ich gesehen habe. Wie ich mich informiert habe drüber. Genau, sehr nice. Ich wusste gar nicht, also deswegen musste ich den Wuppertaler Bus nehmen, weil es nur da diese Lackierung gibt. Vielleicht bei Gladbeck hätte ich gucken können, aber. Ja, weiß ich nicht. Hier hat das auf jeden Fall auch geklappt mit den Ansagen und sowas. Also super. Ich glaube, ich hatte da mal die Hofdateien oder so. Die haben da ja was damit zu tun, glaube ich. Ui. Ja, schade. Hätte ich beim ersten Mal direkt eingelegt und darauf vertraut, wäre es, glaube ich, hingegangen. Naja, ich habe irgendwann mal die Hofdateien in die Busse geschoben für die. Ich glaube, die sind ja zuständig für die Ansagen. Ich bin mir aber nicht sicher. So. 60. So. Eine Autostraße oder, oh Gott, wie lange habe ich sowas nicht mehr gesehen? Ist glaube ich eine Autostraße oder ja, wie das genau heißt. Ewig nicht mehr drauf gefahren. Also ich kannte nur eine bei mir in der Nähe und die wurde glaube ich zu einer Autobahn oder so gemacht oder zu einer Bundesstraße oder wie auch immer. So. Es ist ja im Prinzip eine Autobahn mit schärferen Radien, also teils schärferen Radien und mit Kreuzung. Also wie so eine Bundesstraße eigentlich. Auf jeden Fall ein kleines Stückchen über Land hier auf der Autostraße. Und ich meine, das ist ja auch von 2015 oder so die Karte. Das heißt, damals gab es vielleicht noch mehr Autostraßen, ich weiß es nicht. S2 SEV, wenn man den fahren könnte, das wäre auch eigentlich eine coole Idee mal. So. Und gebremst. Da oben ist die Autobahn dann. Irgendeine A2, A42, irgendwas. Davon müsste hier in der Nähe sein. So, rote Ampel. Grün. Grün, grün, grün. So, müssen wir mal gucken, dass hier keiner von der Seite reingebrettert kommt, obwohl die haben eine eigene Spur aktuell noch. Passt soweit. Gladbeck ist, glaube ich, richtig, ja. Das müsste. Ja. Gib Gas, gib Gas. Perfekt, jetzt muss ich nicht bremsen. Dankeschön. So, 2 Minuten.
haben wir drauf. Ist natürlich schlecht, weil vor allem die Linie 188 natürlich auch da dran gebunden ist. Also müssen wir da eigentlich pünktlich möglichst sein, aber vielleicht haben wir da auch ein bisschen, also wir haben da bestimmt, obwohl, vielleicht haben wir da so 2-3 Minuten Zeit in Oberhof. Also ich werde ja nicht die 188 dieses Video fahren, die habe ich ja schon gefahren, aber die hätte man in einem fahren müssen. Beginnen mit der 188. Das wäre cooler gewesen natürlich. Also ich fahre jetzt bewusst die andere Richtung, weil bei 188 sind wir aus Bottrop-Zopp rausgefahren Richtung Norden. Jetzt fahren wir wieder Richtung Norden, damit wir in Bottrop-Zopp reinfahren. So, Stadion. Ups. Ah, Mist. So. Hier ist irgendwo ein Stadion, aber ist eine Tankstelle. So. Hallo, 280. Normaler ist das, genau. Normaler 120. So. Zweite Tür habe ich noch vergessen. So. So. 2,5 Minuten. Okay, ihr seht, wir haben noch so 5 Haltestellen ungefähr vor uns. 1, 2, 4 noch. Die vierte ist schon die Endhaltestelle. Weiter geht's. Ah, wir dürfen sogar 80. Ach man, ich habe schon wieder den falschen Knopf gedrückt. Ich wollte, habe außerdem die Sicht gewechselt, statt das Lenkrad zu bewegen. Boah, ein Bus würde hier nie in der Kurve auf 80 beschleunigen. Ja. Eieiei. Oh, 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 Mist. Oh, ich hoffe, wir haben kein Auto in uns rein crashen lassen. Oh, 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 hier, oh, hier. Ja, sorry, hinter mir. Sorry. Bin neu hier. Ich bin neu hier. Käme mir noch nicht so aus. Habt Nachsicht. So, aber wenigstens ist die Spur frei. Ist auch nicht perfekt reingefahren. Zu schräg wieder mal. Aber ich kann besser so schräg fahren, als komplett auszuholen, weil das ist ein bisschen, das ist wieder Lag. Lag. So, und wir müssen wieder warten, bis wir weiter können. 3 Minuten haben wir schon, eieiei. Weiter geht's, zum Glück nicht so lange, mussten wir nicht so lange warten. Ah, kleiner Lag. So, Hase-Winkler-Straße, so, so. Ah, ne, so nicht, so. Nicht auf dem Bordstein hier halten. Cool, jetzt haben wir das Absenken auch reingemacht für die letzten paar Haltestellen, aber egal. Hätten wir auch vorher andenken können. Ah, so. Ja, war mir klar, dass ich, obwohl, ja, ich habe nur den Bord schon angedeckt. Ich bin gar nicht so direkt reingefahren. Jovi-Platz. So. Jetzt. Oh, 30. Vorher auch schon 30? Ich hab's nicht gesehen. Also wenn, aber ja gut. So, Kreisverkehr. Wir fahren nicht über den großen Umstiegsknoten, ich glaube Goetheplatz heißt er. Den großen, das ist so einer der größten Verkehrsknoten neben Oberhof. Das ist, der ist praktisch direkt eine Haltestelle weiter, aber die sind nicht direkt nebeneinander, sondern in etwas voneinander entfernt. Meine Güte. Hier ist anscheinend irgendein Schulgebiet oder sowas, weil hier sind überall diese Achtung Kinderzeichen. Ah.
Ah, perfekt. Konnten noch ein Stück weiterfahren. Ah, passt doch so. Ui, guck mal, guckt euch mal diesen Übergang an. Bus ist zwar kaputt, aber dafür haben die hier einen schönen Übergang. Jetzt können beide zugemacht werden. Und weiter geht's. So. Noch zwei Haltestellen, Marktplatz und dann kommt Oberhof. Ah, das gilt noch. Das gilt noch. Das gilt noch. Gut, so viel hat uns jetzt auch nicht gebracht, aber gut. Egal. Obwohl, na doch, wir mussten nicht anhalten. Ihm hat schon was gebracht. So. Und wir müssen geradeaus. Können wir das auch auf der Spur? Nee. Ah. Ohne zu gucken, rübergezogen. Über die, eigentlich schon über die durchgezogene Linie, aber egal. So. So. Hat keiner gesehen. Steht doch hier perfekt. Hey, super. Ja, also, ich weiß gar nicht, was ihr habt. So. Wir müssen aber jetzt nach rechts nochmal um. Nicht, dass wir hier. Ja. Nee, heck. Also, ja, klar, geradeaus. Ich wäre schon wieder falsch gefahren. Also, man kann auch nur geradeaus, ja. Macht aber Sinn. Aber mich wundert, dass hier die Spur nicht für. Rechte Spur nicht für geradeaus auch ist. Also. Für beides, weil das macht, sonst fährt man hier nach links und dann wieder nach rechts. Das ist halt irgendwie. Aber gut. Glück auf Center. So. So. Keiner einsteigen. Gut. Und Tür kann wieder zu und weiter geht's zur letzten Haltestelle. Es sind viele große alte Stellen hier jetzt dieses Gebiet Markt. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ach du Scheiße. Gar nicht drauf geachtet. Ja, wir wenden nochmal unsere geheime Taktik an. Die sich dann nennt Rückwärtsfahren. Wenn sie denn funktionieren würde. Ah, perfekt, jetzt ist wieder grün. Perfekt. Das hat's gebracht. Egal. Schon wieder. Wir müssen schon wieder rüber, ne? So, das passt, ne? Hat er gesehen, glaube ich. Ich glaube, er war darauf vorbereitet. Man muss mal halt hier die Buslinien kennen, ne? So. Und hier nochmal um die Kurve. Dann erst gleich müssten wir. Da hinter der Kurve ist Oberhof, glaube ich. Wenn ich das richtig sehe. Ja. Und wir fahren rein tatsächlich in den, anscheinend, in den Busbahnhof. So. So. Und hier sieht man gar nichts von der Ampel mehr. Aber wir wurden schon mal angefordert, was man hier an dem K sieht. So. Und gleich geht's hoffentlich nach links und dann haben wir Feierabend. Juhu. Ich kann ja schon mal gucken, wo wir hier hin müssen, genau. In Oberhof. Genau, in Oberhof sind irgendwie sehr viele Bussteige, aber ganz nur wenige davon werden nur genutzt, weil die meisten die halten hier vorne. Okay, wir müssen ins zweite rein. Ins zweite. So.
Jetzt kann es aber auch mal grün werden. Mal gucken, wie viel Verspätung wir mittlerweile haben. Ja, 6 Minuten auf einer so kurzen Strecke. Eine halbe Stunde Strecke, eine 6 Minuten Verspätung ist schon heftig. Und am Anfang konnten wir sogar 2 Minuten vorspulen, weil irgendwie der Fahrplan so, lässig war, sagen wir es mal so. So. Die 100, die Stadtrundfahrt. Ich weiß nicht, ob man die fahren kann, aber wäre auch mal ganz cool bestimmt. So. Und zack. Okay, ich sage euch mal, ihr seht es gerade nicht. Alles bis auf die letzten 3 Haltestellen ist noch okay. Alles ab Joviplatz, das ist die drittletzte Haltestelle gewesen. Also die vorletzte vor Oberhof. Da war alles unter 4 Minuten und ab da war ab Joviplatz war es dann 4 Minuten 42, Marktplatz 5 Minuten 12, Oberhof. Ja. Aber genau. Und hier schlägt er mir es nicht vor, aber wahrscheinlich auf Gladbeck hätte mir es wahrscheinlich vorgeschlagen, jetzt direkt weiterzufahren. Aber wir fahren mal auf einen fiktiven Pauseparkplatz jetzt, würde ich mal sagen. Bisschen zu nah dran eigentlich, aber gut. So, Feststellbremse. Gang raus. Motor aus. Elektrik aus. Und dann würde ich sagen, hat man gerade nur das WSW-Logo gesehen. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like da. Und wenn ihr keine Videos mehr verpassen möchtet, abonniert doch gerne den Kanal. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute.